Herzlich willkommen bei meinem YouTube-Kanal. Mein Name ist Dr. Reinhard Pichler. 5 Anzeichen, wie Sie erkennen können, dass Ihr Partner eine emotional instabile Persönlichkeit hat, eine Borderline-Persönlichkeitsstörung. Eine emotional instabile Persönlichkeit setzt sich vor allem aus dem Hauptpunkt und aus einigen weiteren Punkten zusammen, dass Sie die Emotion innerlich nicht halten können, dass alles das, was Ihnen emotional wichtig ist, plötzlich abbrechen kann. Sie haben das Gefühl, dass das, was Sie gerade noch sehr gut gespürt haben, spüren Sie nicht mehr. Und wenn Sie das nicht mehr spüren, dann hat es den Grund, dass Sie das nicht halten können. Sie haben wie keinen Boden. Und dieser erste Punkt ist schon ein sehr entscheidender Punkt, weil wenn Sie merken, Sie besprechen mit Ihrem Partner was und Ihr Partner stimmt dazu und Sie wollen das ja nicht auch gemeinsam und auf einmal ist es so, wie wenn Sie darüber überhaupt nicht gesprochen hätten, wie wenn das weg wäre, na dann werden Sie verärgert sein, wenn Sie zu dem Partner sagen, was ist, wir haben das besprochen und wieso haltest du dich nicht dran, und dann gibt's natürlich Streit, ja. Bitte haben Sie Verständnis für den Partner, der wirklich emotional instabil ist, der macht es nicht böswillig und absichtlich, dem geht es wirklich verloren. Der lügt auch jetzt in dem Sinne nicht, der ist auch jetzt in dem Sinne nicht gemein oder spielt Ihnen was vor, sondern es geht ihm emotional, psychisch tatsächlich abhanden. Es kommt ihm abhanden, es geht ihm verloren, diesen Menschen. Und das ist urtraurig, das ist wirklich ein Schmerz, wenn du plötzlich mir denkst, ich kann das nie mehr empfinden. Ja, wir haben ausgemacht, dass wir jetzt da gemeinsam kochen, aber ich kann es nie mehr empfinden, dass ich jetzt kochen will. Ja? Ich will jetzt da spazieren gehen. Und dann sagt der Partner, wir haben ja gerade begonnen zu kochen, wieso gehen wir jetzt spazieren? Ich will bitte jetzt fertig kochen. Nein, ich muss jetzt spazieren gehen. Und das kann man in alle Varianten dann machen, dass der Partner immer wieder vor den Kopf gestoßen ist. Wieso geht's auf einmal nicht mehr, was wir jetzt gerade vereinbart haben? Warum halten die Vereinbarungen nicht? Liebt sie mich jetzt noch? Liebt mich der Mensch jetzt noch? Ist der jetzt noch auf meiner Seite? Versteht mich der überhaupt? Ja, schon, aber eben anders. Er hat andere Wahrnehmungen und er hat andere Empfindungen, leider. Und das Schlimme ist bei dieser Persönlichkeitsstörung, dass dem Menschen selber, der das selber noch ganz klar wollte, fühlte und auch für sich klar gehabt hat, es auf einmal dann 10 Minuten später überhaupt nicht mehr klar sein kann. Und wieder 10 Minuten später ist ihm eh wieder ganz klar. Aber das ist eben einer der Hauptpunkte, die man auch wahrnehmen muss. Und das belastet natürlich eine Beziehung enorm. Was kann ich jetzt tun als Partner, damit ich da Verständnis zeige einerseits, aber auch dem instabilen emotionalen Partner helfen kann? Bitte sprechen Sie es an, aber so, dass nicht noch mehr Druck auf den emotional instabilen Partner ausgelöst wird, weil der kann damit gerade selber nichts anfangen. Geben Sie ihm Zeit, dass er sich wieder findet, und helfen Sie ihm, dass er einen Weg findet, wie er da gut in sich hineinspüren kann, wie er da merken kann, ah ja, stimmt, wir wollten kochen und ich kann mir schon vorstellen, dass es für meinen Partner jetzt wichtig ist, dass wir jetzt weiter kochen und nicht spazieren gehen. Und das braucht natürlich sehr, sehr viel Geduld und Bereitschaft von Ihnen, wo Sie sich denken, boah, jetzt mache ich das schon zum 100. Mal. Ja, Sie müssen das wahrscheinlich zum 10.000. Mal machen. Leider. 10.000 Mal ist da nicht untertrieben, weil eine Verhaltensänderung von so einem Verhalten, was sich so tief eingegraben hat, das braucht wirklich viel Zeit. Und man sagt in der Verhaltenstherapie, wenn man das bewusst erkannt hat, das rennt ja jetzt noch im Unbewussten, wenn man es bewusst erkannt hat und der Partner, dem was emotional verloren geht, will das ändern, muss wirklich seine Emotionen umlernen, umspüren lernen. Das müssen Sie sich mal vorstellen. Das ist nicht so einfach, was umspüren zu lernen. Der spürt ja nicht absichtlich falsch. Der verliert ja nicht absichtlich seine Emotion. Und wenn ich das umspüren lernen muss, heißt in der Verhaltenstherapie, brauche ich zwischen 5 und 7.000 Mal, bis ich das wirklich anders spüren kann. Und deshalb sind die ersten 100 Male eine reine Übung. Und wenn Sie nach 100 Mal schon aufgeben und sich dann schon trennen von der Beziehung, ist die Beziehung aus. Und dann gibt es eben als zweiten häufigen Punkt diese On-Off-Beziehungen. Weil eben der Partner sagt, also der nicht
emotional instabile, mir reicht's, ich mache dann immer mit, ja, und dann ist im Schluss, und dann kommt aber der emotional instabile Partner wieder und sagt, na, ich möchte bitte mit dir zusammen sein, können wir wieder zusammen sein, und tut alles, dass sie wieder zusammenkommen. Dann sagen sie, okay, probieren wir es noch einmal, ich weiß, ich muss ihm eine Chance geben, und ich will ja, und dann funktioniert's wieder zeitlang, kurz, ein bisschen länger, und dann ist wieder zack aus, ja, aber so zack aus, dass man sich wirklich denkt, na, jetzt reicht's, jetzt ist's viel. Und ich habe eine Patientin, die hat so irrsinnige Aggressionen in sich angestaut, wie ein Druckkochtopf, es wird immer mehr, immer mehr, immer mehr, immer mehr, mehr, dass das dann schon so weit geht, dass sie schon darauf wartet, diese Aggressionen abbauen zu können am Partner. Wenn sie es nämlich am Partner nicht abbauen kann, baut sie es an sich selber ab. Also sprich, es ist eine Fremdaggression oder eine Autoaggression. Und dann wissen Sie schon, das ist auch eines der Kriterien von der emotional instabilen Persönlichkeitsstörung, selbstverletzendes Verhalten auf allen Ebenen, bis hinein in die Sexualität, wo dann eben auch Dinge dann eben passieren, wo keiner dann glücklich ist, ja, und wo dann eigentlich beide dann nachher sagen, das ist nix, ja, das wollen wir so auch nicht. Aber in dem Moment kommt es da emotional instabile Menschen nicht anders empfinden und kann es nur so für sich ausleben und merkt eh schon währenddessen, dass das keine gute Idee ist, ist aber so in dieser Schiene drin, dass er nicht rauskommt. Ein vierter Punkt ist, wie kann ich mich selber mögen? Ja, die Menschen mögen sich gar nicht, die haben einen ganz schwachen Selbstwert. Die merken also selber, das funktioniert bei mir nicht. Ich bin einfach da überhaupt nicht partnerfähig, beziehungsfähig. Ich bin da überhaupt nicht so, dass ich Dinge durchstehen kann. Die merken ja selber, dass ihnen ständig was abbricht, dass ihnen ständig was verloren geht, dass sie ständig Dinge tun, die sie gar nicht tun wollen. Und das ist eines von den ganz großen Herausforderungen für einen selber, dass man trotzdem zu sich stehen kann. Weil objektiv ist es echt nicht super, was man da selber abzieht, ja. Und dann flüchtet man sich in eine Situation, wo man noch am besten ist. Und viele Menschen flüchten sich dann in die Arbeit, und zwar in eine sehr strukturierte Arbeit, in eine sehr Arbeit, die sehr von außen sehr stark vorgegeben ist, wo ganz klar ist, was man tun muss. Und dann sind die eben so gut abgelenkt, dass sie gar nicht auf ihre Emotionen schauen können. Und das ist eigentlich ein Ausweg. Das heißt, um einen inneren Selbstwert zu kriegen, darf ich eigentlich nicht auf meine Emotionen schauen, sondern muss eigentlich eher auf objektive Dinge schauen. Ja? Sobald ich das wieder mit was man normalerweise tut, ja, wenn ich was emotional unterlege und sage, ja, ich kann wirklich gut kochen und das freut mich, ja, oder ich kann total gern mich mit irgendjemandem beschäftigen oder mit einem Buch beschäftigen und ich weiß nicht was, mit Themen beschäftigen und das interessiert mich so und da kommt dann die Emotion und die Freude, ja. Und gerade das ist für Menschen, die eine emotional instabile Persönlichkeit haben, nicht so leicht, weil die Freude sofort wieder wegflutscht oder falsch wieder gespürt wird und dann geht man nicht nur die Freude verloren, sondern auch das, was mich gefreut hat. Also Beispiel das Kochen, ja. Ich habe dann keine Lust mehr zu kochen, obwohl ich eigentlich Lust auf Kochen hätte. Und da merken Sie schon das Grenzgängerische, es geht mir das verloren, was mich freut, und weil ich nichts mehr habe, was mich freuen kann, weil ich schon so viel schlechte Erfahrungen gemacht habe, freut mich jetzt gar nichts mehr. Dann suche ich nach irgendwas, dann probiere ich immer mehr aus, dann gehe ich immer mehr in Extreme, dann wird immer mehr noch kaputt und ich bin immer mehr noch mehr auch schon Wrack und innerlich enttäuscht, weil eh nichts hält. Ich falle durch alles immer wieder durch. Ja. Wie komme ich da raus und wie kann ich meinem Partner, meiner Partnerin helfen, die eine emotional instabile Persönlichkeitsstörung hat, indem ich ihr helfe, dass sie sich stabilisieren oder dass er sich stabilisieren kann. Und zwar so langsam, langsam, langsam und das immer wieder formuliere, auch als eben gesunder Partner oder halt als Partner, der nicht diese Störung hat. Ja, weil wenn beide emotional instabile Persönlichkeitsstörung haben, dann interferiert das und dann machen sich die gegenseitig fertig. Wenn der eine gerade stabil ist, ist der andere instabil oder beide sind instabil, dann geht es komplett kaputt und so. Also furchtbare Zustände, wo man wirklich sagen muss, bitte schützt euch da voreinander, ja.
sind auch die ärgsten Krisen, die ärgsten Streitereien, die ärgsten Scheidungen, wenn zwei emotional instabile Persönlichkeiten zusammenkommen und dann bis zum Gehtnimmer kämpfen und am Schluss aber beide total erschöpft sind, Burnout sind, wirklich auch emotional abgestumpft sind. Das ist dann das Endergebnis, dass die gar nichts mehr spüren können. Also, wie können Sie helfen? Geben Sie Ihrem Partner eine Stabilität. Nehmen Sie es bitte nicht persönlich, dass Sie immer wieder auch verletzt werden. Und nehmen Sie wahr, dass sich der Partner so gut wie möglich bemüht, aber dass es ihm immer wieder abhanden kommt, ja, auf all diesen Ebenen. Und versuchen Sie auch ihm zu helfen, dass er die Dinge rationalisiert, nicht emotionalisiert, sondern rationalisiert, dass er in einen therapeutischen Prozess kommt, wo er die Dinge aufarbeiten kann und dass er umlernen kann, ja, dass er eben lernt, anders zu fühlen, lernt, anders die Dinge einmal rational wahrzunehmen und das Gefühl zuerst mal rational zu begreifen und dann hineinzukommen in eine ganz vorsichtige, zarte Emotion, wo er noch unsicher sein darf und dann das üben kann, dass er da sicher sein darf, dass die Emotion beispielsweise, ich freue mich über das Kochen, sicherer wird und noch sicherer wird. Die Emotion, ich bin sowieso berufsmäßig unfähig, die brauche ich momentan noch gar nicht anschauen, weil das ist noch viel zu heiß. Ja? Also in diese Richtung weitergehen, bin gerne für Sie da für ein kostenloses, kurzes Erstgespräch, um zu schauen, ob ich Ihnen da weiterhelfen kann. Und unten gibt's den Link in der Videobeschreibung, wo Sie sich anmelden können. Alles Gute für Sie.